ist eine scheiß tickende Zeitbombe. Aha, aha, aha. Aber boah, das muss so furchtbar sein, eine Tochter zu haben. Bobby, ich hab dich lieb. Man sagt auch übrigens nicht mehr Papa. Ist euch das mal aufgefallen? Kein Mensch sagt mehr Papa, ne? Oder Vater. Ein Freund von mir nennt mal seine Mutter auch immer Beate. Ja? Das ist ein bisschen verwirrend. Als ich das erste Mal bei dem war, wusste ich nicht, wen der meint. Weil der meinte der zu mir so, ja, du, die Beate kommt gleich vorbei, ist das okay für dich? Und ich so, aha, aha, aha. Ja, wer ist denn das? Bummst du die auch, oder was? Aber richtig krank ist doch, wenn so Mütter mit ihren Töchtern befreundet sind, oder? Wenn die so Best Friends sind und so immer zusammen abhängen und so alles zusammen machen. So eine Freundin von mir auch, die geht mit ihrer Mutter feiern. Ey, das ist das Krankeste, was ich je erlebt habe. Die sagt auch immer, oh, Marianne ist so crazy, ich hänge wieder mit Marianne ab. Oh, ich habe mich mit Marianne verabredet. What, ey? Man ist doch nicht mit seiner Mutter befreundet. Und das war die schon als Teenager. Ich habe da Sachen gesehen, ey, die Mutter hat sich Klamotten von der geliehen. Die hat sich, ich war dabei, die kam die Mutter rein, hat sich ein T-Shirt von der Tochter geliehen und ist damit rausgegangen. Hat das angezogen, ist damit rausgegangen. Und ich saß da so, Alter, das ist ein Fehler in der Matrix. Ich brauche ein Outro. Ich brauche jetzt einen Ausgang. Das nicht. Nicht normal. Ey, wenn meine Mutter sich von mir ein T-Shirt geliehen hat, dann hat die daraus Putzlappen geschnitten. Mehr nicht. Aber meine Freundin geht mit ihrer Mutter in die Disco. Das musst du ja mal reinziehen. Oh, ich war mit Marianne wieder aus. Oh, wir sind steil gegangen. Oh mein Gott, es war so crazy. Marianne ist so durchgeknallt. Die hat wieder Pep besorgt. Waren wir noch After Hour? What? Ey, After Hour? Meine Mutter denkt, After Hour wäre eine Pfefferminzschokolade. Man geht doch nicht mit seiner Mutter auf eine After Hour. Man schreit sich mit der Mutter an, warum man kein Unterhemd anhatte auf der After Hour. Man muss doch sowieso, ey, das ist doch auch wichtig für die Entwicklung, gerade als Mädel, dass man sich mit seiner Mutter fetzt in der Pubertät. Oder ich glaube, ich habe meine ganze Pubertät mit meiner Mutter brüllend auf dem Flur verbracht. Wir haben uns angeschrien, Stunden, Tage, Wochen, bis keiner mehr wusste, worum es überhaupt geht. Oder? Und als Teenager-Mädchen bist du ja ein riesiges Arschloch, oder? Das muss furchtbar gewesen sein. Ey, vor allem, weil du fühlst dich ja immer so überlegen, so widerlich. Und ich weiß noch, ey, wenn ich heute daran denke, wie ich meine Mutter behandelt habe damals, ne? Ey, ich schäme mich in Grund und Boden, wirklich. Und ich denke auch immer, boah, das muss so furchtbar sein, eine Tochter zu haben. Ich stelle mir das Horror vor. Ja, du siehst sie so aufwachsen, weißt, sie ist immer voll süß. Du kannst ja so Zöpfchen flechten und ein Kleidchen anziehen. Und die ist immer voll süß zu dir, die sagt so, Mami, Mami, ich hab dich lieb. Mami, ich hab dir ein Bild gemalt von einer Prinzessin. Weißt du, wer die Prinzessin ist? Das bist du. Du bist die schönste Mama auf der Welt. Ja, aber du guckst sie an und du weißt, das ist eine scheiß tickende Zeitbombe. Ja.